genannt. Dann hinterfragen Sie Ihre Vorgesetzten. Scheinen gefährlich einfach zu unterliegen. Alle Chefs gegen infame Behauptung entrüsten, Herr Major. Entrüsten Sie sich, wie Sie wollen? Als nützt Ihnen nichts? Ja, ich krieg's recht. Wie bitte sehr lauten überhaupt die essentiellen Vorwürfe Unsinnigkeit, mein Herr? Das Ding spricht mittlerweile? Na, es wird ja immer schöner. Lassen Sie sich eines gesagt sein, Herrschaften. Ihre zweifelhaften Allmachenschaften lege ich ein für alle Mal das Handwerk. Greif nicht, was du falsch reagieren lässt. Wir bringen doch Hilfe. Hilfe! Sie! Sie Aufruhr! Auflehnung! Archie! Da ist schlimm A! Spornierter Esel, so hören Sie doch endlich zu. Stomit! Leutnant! Nehmen Sie diese staatsgefährliche Existenz fest! Leutnant! Ich habe Ihnen einen Befehl erteilt! Schatz! Leutnant! Schatz, du machst mir Angst. Du wirst doch nicht wirklich arretieren. Also, ich wusste, sie kommt wieder zur Vernunft. Mit der Klang der Autorität erhöht. Ertönt. Nein. Donnerschlag. Wie bitte, Leutnant? Nein! Ich frage an einen Befehl. Sie, Magwitz. Generation lang Gehorsams. Mir selbst, doch ganz perplex. Klingen sie irgendwie ähnlich. Soll die Insubordination ihr Schicksal sein? Regard? Machen! Oh. Achtung! Herr Major! Wir müssen die Differenz vertragen! Vertagen! Ah, meine Stimme. Die Dreierbrut rück an! Scheiße, begreifen, Leutnant! Ich stelle mich im Unterschied zu Ihnen nie gegen die Obrigkeit! Was soll ich sagen? Die neue Obrigkeit? Glückwürdiger, ich höre ganz üblen Fall von Opportunismus. Ach, genug geredet! Macht sie nieder! Das ist ein guter Zeitpunkt, um festzustellen, dass ich voll geheilt bin. Haha, Kinderspiel. Dann ist das ja ein Kinderspiel. Flammensturm. So ist es ja einfach. Wenn ich voll geheilt bin, dann. Oh. Oh, tschüss. Medizin, jawohl. Wie das? Schöpflein wurde besiegt. Nehmen Sie mir ganz eine Schuhe auf, Sie Strolch. Das werden wir auch müssen, wenn nicht gleich ein Wunder geschieht. Sablo. Nahe eine halbe Armee. Ha! Jetzt habt ihr ausgespielt, Rebellengesinde! Verstärkung naht! So die Waffen! Nicht unter Kampf! Meine Güte, sind das viele. Ich fürchte. Wie beliebt sie doch eben noch zu merken? Wenn ein Wunder geschieht. Ha! Es ist aus. Alles, alles! Spun sich und spring geschwind an Bord! Zum Teufel geht er vor! Moment! Wollte ich doch gerade fragen! Stehen Sie noch herum hier? Beeilen Sie sich doch! Ich muss mein Tauchboot schnellstens wieder auf diesen Fluss herausbringen! Oder sollten Sie mich etwa vergessen haben? Ja, toll! Keine Ahnung, wie ich ihn gesprochen habe! Captain Nemo, wer hat noch diese Reise? Der Fall Boarding Express! Lesbien, Metrocell! Er ist Franzose, oder? Keine Ahnung! Aber nun eilen Sie sich! Nichts da! Hier geblieben! Halt! Alex, schwimmen Sie zur Luke. Das Bon, kommen Sie hinauf. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Abtauchen! Da gibt es GPS. Ich muss mir nicht mehr nach dem Weg fragen, wie ich mit meinem Kampfpanzer nach Paris war. Etwa Ihr berühmtes Tauchboot, Herr Kapitän. Also, es wurde eingesammelt und uns erwartet. Was ist hier nur geschehen? Gib sie Schnaps! Die wichtigste Frage natürlich. Excuse me. Zu einem späteren Zeitpunkt will ich Ihre Fragen gern beantworten, aber nun muss ich mein tolles Boot aus dem engen Fluss steuern. Erst in der Weite Sees wage ich wieder zu atmen. Auf bald. Ja, klingt total toll, seine Stimme. Und nun? Wenn der Kapitän sein Geschäft nachgeht, erkundet wie so lange sein Schiff. Ich glaube, es heißt Boot, nicht Schiff. Nein, nein, Leutnant, wir sind getaucht. Da kann man einfach die Außenluke öffnen. Sehen Sie, es ist eine Frage von Kraft, Druck und... Aha! Einfach nein, nein, voll auf! Seht was! Wasser! Kann ich den Ofen da benutzen? Oh, zylindrische Hohlführungsschacht zur Beförderung thermisch angeregter Elemente. Hä? Wie mein? Ein Rohr, mein Lieber. Wie lächerlich diese Erklärung doch klingt. Ein Rohr. Verstehe, ja. Ergibt natürlich Sinn.
Seht ihr diese Maschine, diese Apparate? Ich glaube, ich störe nur. Sobald niemand was mehr erreicht hat, kann er sich uns gewiss annehmen. Aha! Ganz in Kajüte! Alle verschlossen! Hoffentlich halten wir bald den Namen zum Essen. Ich platze von neu hier. Tableau, was sollen wir denn davon halten? Das ist eine etwas verspielte Art von Ballast. Was willst du? Ja, alle Wachs auf diesem Meereskampf verzeichnet! Alle vielleicht denken, auf welche Weise Kapitän Nemo liquid bleibt. Woher Kerl? Was Schiff in den Grund? Gegütiger, ich hoffe doch nicht. Es soll doch völlig reichen, die gesunkenen Schatzschiffe aller Zeiten zu werden. Ja, doch. Kawagai vor allem. Und dieses Zeichen von der Schatzkiste sieht mir aus, als hätte man es aus Terranigma ausgeliehen. Die Goldkuplungen schauen da auch immer so. Ahoi, ahoi, wer der Gäste, kann hier im Dienstbasen sein. Ja, suchen wir mal Zerstreuung, ne? Da empfiehle ich immer ein bisschen Sprengstoff. Ja. Dafür existieren kein eigener Platz, also nur das Boot. Mein Herr, was darf denn sein? Klasse. Gerede? Ja, da wird es leider schwierig, vor allem, da ich die Leute hier nicht einmal verstehe. Vor einem Boot, auf dem ich einmal der wirkliche Namen Kapitän bekannt ist, herrscht auch keine ausgeprägte Klatschatmosphäre. Wie schade, so beteiligt über die Schwächen der anderen sind immer so interessant. Hab ich dich betrübt, Teuste. Das will ich gern zusammentragen, dass ich weiß. Hauptmaschinist sucht nach seit Wochen. Sucht schon seit Wochen verzweifelt nach einem kleinen, innervierenden Leck. Die große Wache ist vollkommen verrückt und nach meiner fleißigeren Fischtruppe. Ich kann ihn verstehen, ja. Also mir an Bord das Kartenspiel gepflegt. Lässt sich gute Heuer aufbessern. So sind wir, Klatsch! Pa! Mein Pferd liegt interessanter! Zeig mal her, ich sehe nur ein kleines Boot, keine große Stadt. Nicht zu betätigen, jawohl. Geh doch auf das Boot um, hin und wieder tauchen wir hier auf. Dann lohnt es sich immer, einmal die Angel auszuwerfen und den Fischen nachzustellen. Also könnte ich jemanden gebrauchen, der mir im Abwasch hilft. Wer geworden, Kerl, oder was? Ja, verzweifelt, mein Herr. Ich will mich natürlich auch erkenntlich zeigen. Eine Belohnung? So ist der Schaffen wie Zettelstapel vom Hals. Das soll ihr Schaden nicht sein. Kenn ihn doch, jawohl. Mich, mein Herr? Sehr unwahr. Ach, ich bin schon lange hier unten, dass ich beinahe diese Sache vergessen hätte. Sie waren gewiss einer meiner zahlreichen Zwillingsbrüder. Die habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Seit ich den Captain getroffen habe, gebe ich mich ganz der Herausforderung hin, eine florierende submarine Wirtschaft zu erführen. Trauen, letzten Abenteuer warten in der Gastronomie. Irgendwann lerne ich auch noch diese Bordsprache. Wie verstehen Sie mit Ihren Gästen, Herr Koch? Was darf es sein? Komische Zeichen, ja. Hä? Ach, herrlich. Natürlich, kommt's vor. Wo du bekommst. Auf diese Weise geht es eigentlich den ganzen Tag. Sieht aus wie etwas, das normalerweise unter dunklen Felsen lebt. Teller mit. Nein, das kann ich unmöglich sagen. Auskunft. Ein Tellerfischer Delfinaugensuppe. Das wollte ich wissen, ja. Scheint mir nicht so zu schmecken. Ein recht nett zurecht gemachter Fischteller. Der steht nach Fisch. Ich habe eine Tasse. Vertritt die hässlichen Gattung der Knorpelfische, die in drei Untergattungen mit nicht weniger als 32 Arten eingeteilt wird. Wollen wir wirklich beim Abwasch helfen? Bye-bye. Ich spüle jetzt alles mit Teller zu säubern. Nimmst du die Teller und freust dich schon auf die anstehende Arbeit. Hä? Du einfach was gesagt, Schatz. Hallo? Hallo? Was im Arsch? War doch befohlen! Was sehen Sie, Herrschaften? Das sind diese Gründe, warum ich am Arsch hindere. Harnesseffekt. Sag das jetzt, Karl! Das hätte sich doch kaum von Hilfe eingelassen, wäre der Herr. Seine Logik sei nichts beanstanden. Oder was? Sie nichts zu verrichten! Okay, erst einmal alles gründlich. Legst ab, dann dürfen wir vielleicht sogar in den Kessel. Da oben dürfen sich gerne austoben. Wie ist mein Revier, Herrschaften? So, was haben wir hier noch so? Oho, ich bin da eine fabelhafte Molluskenschale. Ich könnte Ihnen Geschichte über diese Art erzählen, da würden Sie. Hör unten vor! Das würde sich langweilen, ich sehe es ein. Stapel Spielkarten. Ah, Gäste an Bord, wie man hier sagt. Hä? Was riecht denn da? Für Kaudermenschen, dann red ein!
Stehe kein Wort! Das ist unsere Bordsprache, Sahib. Der Kapitän hat uns allen Winkeln des Indischen Ozeans zusammengesammelt. Wir haben dann schnell einen Sprachmischwasch entwickelt, um uns gegenseitig zu verständigen. Nur fürchte ich, für Außenstehende ist es unmöglich zu verstehen. Haben wir nie die Zeit und Interesse, die Sprache zu lernen, guter Mann. Ach ja? Aber natürlich. Also, Herr Seemann, bringst du unsere schnellstens die Sprache der Nautilus bei. Nicht zu eilig, Sahib, nicht zu eilig. Ihr müsst wissen, dass ich der einzige am Bord bin, der sie euch lehren könnte. Bin ich nur umso begieriger, von ihnen zu lernen. Drum, auf. Glaube, er möchte einen Handel vorschlagen, Herr Professor. Oder etwas derart Heeres, wie Wissen mit etwas so schnöden wie Geld aufwiegen. Geld, ich? Aber nein, mein Interesse geht einzig und allein Rubin, um genau zu sein, einem ganz bestimmten Rubin. Soll ich tatsächlich darauf spinnen, mit unserer Hilfe einen plumpen Edelstein? Handel ist ganz einfach. Mein Herz verzehrt sich schon seit langem nach einem herrlichen roten Edelstein hier an Bord. Auch ein ungnädiges Schicksal hat ihn mir bisher verwehrt. Ich bin Rubin und ich lehre euch die Geheimnisse der Bordsprache. Naja, was bringt Bart mir wohl nicht übrig, hm? Wundervoll, alles dabei lieber nicht erwischen. Ja, bald geht es zu meinem recht streng zu. Wofür haben wir es da nun wieder eingelassen? Das Bett riecht. Ach, gibt's Schlingeres. Ja. Mhm, ja, doch. Besitzer fällt wohl schon lange genug zu sehen, seine Erfahrung gemacht zu haben. Die Stick ist fest verschlossen. Das wird bestimmt auch bei den anderen der Fall sein. Tja. Sind zweifellos die Schlafstätten höheren Dienstgrade. Ja, hier, selbst im Schlaf! Gefällt! Tja, ich soll dem Spiel glauben, dass die alle verschlossen sind. Und die komme ich nicht ran. Rassismus! Lass mich nicht ran! Sie lassen sich nicht beklauen! Ein paar merkwürdige Vertreter der Ordnung der Stachelflosser und Dommelfische, die euch zu einem Bedauern leider kein Schnittchen da bringen. Boah, bin ich traurig. Inmitten eines unentwirrbaren Geflechts von Gräsern und Seetang entdeckt die reizvollen rosaroten Lederkorallen, Seeanemonen und Wurzelquallen. Ach, herrlich. Ist so Detailverliebtheit nicht was Schönes. Und wir fahren wieder hoch, weil wir es können. Schön, nicht? Massive Tauchhelm, die ihr inzwischen selbst schon benutzt habt. Ja, Schatz, was für ein wiesenhafter Geselle. Sie mit eingebautem Bunker! Gefällt! Hör mich ernsthaft, wenn er einen Raum wie diesen Fische fangen will! Ist einfach nur erstaunlich, Schatz. Ein paar merkwürdige Vertreter des Stachelflosses, ja, kennen wir schon, was gibt's da? Von eleganten, ausgerüsteten Delfinen begleiten euch. Scharen von denen, ja. Balsamöl nehme ich mit. Schrankfächer sind leer, die sind auch leer. Ach ja. Ja, der Schrank hält ein paar Bleisohlen, Sichtfenster, Austauschglasscheiben und ein Pool des Motel Transpicker. Ein unverzichtbares Artefakt zu Turniertreibens. Was soll das sein? Keine Ahnung. Batteries für eines Turnus Zionus. Kannst dir eine Tasse voll Wasser holen und tust es auch. Kann ich hier nicht angeln? Ich würde! Wegen Neigung nach eiskaltem Bad! Ist da noch was? Nichts Neues. Oh, im Westen nichts Neues. Wir könnten schon mal das Geschirr abwaschen. Ich bin ja so schlau. Was eingefüllt? Ich habe Nummer 1 gesäubert. Hoho, ich bin der Weihnachtsmann. Was für seine ernste Angelegenheit, Herr Professor. Sehen Sie, sie muss auf das Gründlichste. Ja, Nummer 2 gesäubert. Hui, da kommt er. Gehen Sie bloß her, sonst passiert halt was. Da ist auch der dritte, das ist sauber. Halt mit Zungen! Schmutz hält auf ganz in den Rückzug an! All den Wölfen der Karpaten, das ist nämlich eine schnelle Arbeit. Ich danke euch das Rezept, meine phänomenalen Fischsuppe. Probiert euch ruhig am Kessel. Fischsuppe, was macht die? Düfte, Säfte, Alchemie. Preiskünftig K, 3 Fische, Fische, also das heißt, man hat ein bisschen Geduld. Das erklärt es immer noch nicht, was die macht. Ich habe keine Fische, ne? Hab ich hier nicht irgendwo eine Angel? Wo kann ich hier eine Angel klauen?
Wasser, dann tust du es auch. Ich brauche eine Angel. Oder ich nehme das Netz. Nein. Ich nehme das Netz scheinbar nicht. Was haben wir hier so? Da, wie du mich ziehst, hier das Gästezimmer. Ich denke, wir laden uns einfach selbst zu Quartier ein. Reizen den Koranenschloss. Acroparvalida, wie ich meine. Oho, ein Modell der Hispaniola. Ach, da werden Jugendlehrungen wach. Ah, Herr Professor, wisst ihr laut die Stadtinsel zu schätzen? Oho, das will ich meinen. Es ist ein verzögertes Buch, mein Lieber. Ja, das macht man nochmal dasselbe. Eine Badekur, warum auch immer das Zeug da rumliegt, ist ausgeräumt. Ich heiße wie ein Pinguin, eine Autobiografie des Orinocoreisen. Ach, Orinocoreisenden. Magnetische Marktplätze und andere Nützlichkeiten mit Bildern von DFJA. Feuer. Wirkt irgendwie salzig! Vergessen bloß nicht, den Hahn jetzt zu verschließen. Mit ein paar Merken verdrehen. Ja. Aber wo vertrete? Och du Mistkerl. Geschafft! Die Nautilus ist aus dem engen Bett des Flusses in die offene See entschlüpft. Hier ist ihr eigentliches Reich. Hier fühle ich die Freiheit der Meere. Der Boot übergreift gerade die fabelhafte Geschwindigkeit, Herr Kapitän. In der Tat, es ist schon erstaunlich. Sei Dank für die Rettung, Herr Kapitän! Es ist ein Vergnügen, Monsieur. Ich kann mir, Sie alle in meine Kajüte einzuladen, mit einiges zu reden. Très bien, ich erwarte Sie dann. Ach, mir ist egal. Ich ignoriere den Deppen jetzt einfach mal. Ich wohl true. Ja, die anderen schlafen mit offenen Augen. Ist genau gesehen, dass Eleonora ihre Augen nicht geschlossen hat. Schlimm. Diese Ungenauigkeit. Typisch. Ja, sehr schön, sehr schön. Scheint wirklich an alles gedacht worden zu sein. Gott, das wird doch ein sehr schweres Let's Play werden. Zappalot. Es leuchtet grün. Was ist? Ein Schaumschlüssel. Nein, den nehme ich wohl nicht mit. Huch. Kohle. Ein Figurenschloss, hast einen offenen Kohlensack von dir. Yeah, krieg jetzt den Preis. Hey, wo ist mein Preis? Kohle. Ach, Manu. Kohle. Ich brauch doch Eisen. Verschlossen! Verblombt! Und mit Eisen kann ich Waffen schmieden und Soldaten ausbilden. Ach, dummes Spiel. Ach ja, richtig, die tauchen hier gelegentlich auf. Moment. Ja, Bootsmann hat mir jetzt nicht so viel zu sagen. Die mögen scheinbar nicht, dass wir spielen. Mit als unentwirrbaren Geflecht von blablabla, kennen wir schon. Kennen wir auch schon. Schauen wir doch mal raus. Ja. Spannend. Hoch mit dem Ding. Jetzt nicht so viel zu sehen. Oh, kompressionswirkendes Gerät. Das ist ein umweltverbrauchter Luftmastdienliches. Bro, das gefährt wegen der Tat gewaltige Kräfte. Ich mag die Anzeigen, die eiern immer so ewig hin und her. Das ist zwar sinnfrei. Extrem sinnfrei sogar, aber was soll's. Tauchen wir nicht irgendwann mal wieder auf. Oder muss ich jetzt erst mit dem Typen reden? Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Ich will nichts verpassen, deswegen sichere ich mal. Ja, kannst du auf der Orgel klimpern. Schön, schön. Ah, Madame et Monsieur sind bereits eingetreten. Bitte nehmen Sie doch Platz. Dumm, dumm, dumm. Madame gehört selbstverständlich der Ehrenplatz an der Seite des Kapitäns. Schau, was wir ihm mal hat.
Ich hoffe, sind wir im Quartier zufrieden. Herr Kapitän, bitte sehen Sie mir meine Ungeduld nach, aber ich zerreiße es gleich vor Neugier. Aber natürlich, für Sie ist all das, was Sie hier inzwischen ereignet hat, gewiss nicht völlig unbekannt. Also schieben wir das Drehen der Torische Girlanden so lange auf, bis die drängsten Fragen einer Antwort zugeführt wurden. Bitte, verehrte Gäste, tauschen wir unsere Fragen aus. Eines kann ich mir schon selbst zusammenreimen. Offenbar hat Marsplatz zu einem furchtbaren Schlag auf die Erde ausgeholt. Die Zerstörung, die wir bei unserer Ankunft gesehen haben, waren grässlich. Aber sagen Sie, über eine Niederlage? Der Feind ist entsetzlich stark. Er setzt Kriegsgerätschaften ein, gegen die auch die größte Mut nichts verrichten kann. Ganze Kolonien sind in sengenden Blitzen zerstrahlt fort. Schön. Riesstellungen wurden von riesigen Tannenläufen zermalmt. Mancher Generalstab ist dem Wahnsinn verfallen. Pa! Was kann denn hier? Hallo drauf! Immer fest im Galopp! Ich fürchte, diese Taktik hat die größte Katastrophe der ersten Tage verursacht, sagt der Offizier. Was steht denn? Schon von Fragen oder Taktik? Liebe ganzer Zivilisten, Kleinmut! Siegesbraten werden sie sich lange Zeit verzichten müssen, Herr Leutnant. Die Armeen aller großen Mächte wurden besiegt. Schlagen, aufgerieben, alle Welt passé. Europa lief Trümmern. Was haben Sie da? Sie sind uns selbst vorgeschlagen? Ich fürchte ja. Bald wird Mars auch gegen die Randgebiete der Kultur vorrücken. Zeiten sind bedrückend. Setzt sich viele. Ich höre, es sind bereits in den ersten Stunden nach dem Angriff die Versorgungssysteme zusammengebrochen. Viele Menschen an Waffengewalt, an Hunger und Durst oder an purer Verzweiflung zugrunde gegangen sind. Wage ich nicht zu sagen. Die Polen sind entvölkert, wer auch immer da noch. Verbogenes Hausenwagt droht, ein Opfer marsianischer Patrouillen zu werden. Wir haben einen dieser Trupps gesehen, der offenbar gerade die Häuser durchkämmte. Angeführt von den Verräter Schleicher! In den Verräter! Leider kein Einzelfall. Sie haben das Maß, kaltherzige Planer, die einen Keil in unsere einzutreiben wissen. Es gibt viele, die in den neuen Hand zu diesen sind. Man sagt, der Stadthalter der bereits eroberten Erdteile soll selbst ein Überläufer sein. Teile und herrsche. Das Motto was ja Herrschaftstechnik haben wir bereits kennengelernt. Ein Boot der Nautilus, meines U-Bootes, mit dem ich. Das war diese wundervolle Tauchapparate, das Genie Thomas Alva Edison erfunden hat. Ja. Eine gewisse Beteiligung ist diesem Monsieur nicht abzusprechen. Aber zurück zu mir. Beim unterschiedlichen Gefährt breise ich die stillen Tiefe des Meeres, die verborgenen Wunder der Natur, diese Abgelegenheit in den blauen Weiten. Wie hoffte ich, Frieden vor den Kriegen der Welt dort oben zu finden. Beim Krieg zweier Welten wäre es töricht, abseits stehen zu wollen. Also tauchte ich aus meinem tiefen Bohr, nehme diesen Kampf teil. Mein Boot hat schon so manche Spezialmission bestritten. Und wie Sie noch sehen werden, sind Sie nicht die einzigen Streiter, die ich eins gesammelt habe. Sie waren ein Steckensgemälde, Herr Professor. Herr Captain, ach wie auch immer. Gibt es denn wirklich so wenig Grund zur Hoffnung? Au contraire, Martinussel. Das heißt, Sie sind weiter unbesiegt. Unser Geist bleibt frei. Die Hoffnung und der Mittelpunkt der Welt. Hoffnung ist das Ziel unserer Reise. Der Klang der Worte mich beschwingt. Mein Herz steckt gleichsam wie verjüngt. War natürlich auch voll, Herr Kapitän. Wo fahren wir hin? Auch wenn Europa verloren ist, haben sich doch viele der früheren Köpfe retten. Wir standen vor einem strengen geheimen Ort aus fortgesetzt. Und sie werden nie erraten, welche exotische Kulisse die geheime Bellenbasis errichtet wurde. Solange wir schon wieder in einem Vulkan müssen, ist mir eigentlich alles recht, Herr Kapitän. Oh nun, also gehen Sie einfach die Fahrt und lassen sich überraschen. Ja, scheint nicht leicht zu beeindrucken zu sein, verehrte Gäste. Aber warten Sie nur ab, was ich noch für Wunderwerke aufzubieten imstande bin. Na nun, Kapitän, was war denn das? Ist aus dem Unbereich der tentakelischen Überwachung heraus? Jetzt kann ich auftauchen. Ich habe angeordnet, dann auftauchen zu lassen. Wir sind wieder emporgestiegen. Ja, wundervoll. Ich habe schon einen Weg verklemmt gefunden. Da vertreten Sie doch die Füße an Deck. Sind sehr weit verfallen. Ich rede, als hätte ich zu viel Bier getrunken oder so. Danke mich für die Einladung! Arrivo, und beim nächsten Mal werde ich einen gedeckten Tisch bereiten lassen. Ui! Das ist ein Flakon Wunderwasser. Ein was? Dinge. Ich hätte sie gern alphabetisch geordnet. Ist wohl nicht. Scheinbar bin ich schon dran vorbei. Alraune, Wolfenhaut,
Hä? Bin ich jetzt blind? Das ist eine rhetorische Frage und ihr sollt nicht darauf antworten. Ach schön, dass ich eine Hand im Inventar habe. Ich wollte schon immer mal eine Hand in meinem Inventar haben. Mach's einfach so. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja. Ich kann auch auf der Orgel klimpern, ne? Hast du gehört? Pendel wie ein Lichtstrahl. Neues aus der Natur von Band Foulcode. Foulcode, wie auch immer. Tags auf dem Fahrrad vom Blitz getroffen, ein Überlebender erzählt. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Das Meer, eine umfängliche Beschreibung von Getrennet Arunax, die Schatzinsel. Was ist da noch so? Nur eine Kommode mit einer kleinen Pflanze, einem goldenen Kompass und Nemos Geheimtagebuch. Ach so, dann völlig uninteressant. Horido, Acropora, Horido, Horida, wie auch immer. Sogar um Acropora Buschisensis handeln. Gibt es das wirklich? Ganz fabelhaft Exemplar, der Acropora palmata. Was ist da noch? Ha! Das sehe ich doch tatsächlich am Acropora cervicornis in natura. Oh Gott! Ondipora digitata. Heißen die wirklich so? Als haben sie wahrhaftig aquatisch. Okay. Auf geht's! Mhm, ja, doch. Stollig, nehm mal der Leine! Ja, stimmt. Sieht ja aus wie so ein Bindfaden. Angeln. Angeln ist eine spannende Actionbeschäftigung. Und wo geht's? Der Haken kann nach links oder rechts bewegt werden. Hab mich für eine Stelle entschieden, drückt man nach unten. Jetzt senkst du den Angelhaken automatisch ab. Trifft den Fisch, gilt dieser als geangelt und wird dann langgezogen. Rand Petri Heil. Haha, ich bin der perfekte Angler. Ich habe einen Fisch geangelt. Haha, perfekt. Haha, ich bin so gut. Ich sammle Fässer noch ein paar mehr Fische. Oh, das war zu langsam. Nein, doch. Na, doch. Das war zu früh. Verdammt, das war schon wieder zu früh. Ach, es ist doch einfach nur zu kotzen. Warum will ich überhaupt noch mehr Fische fangen? Ich brauche doch, glaube ich, nur 3 Stück. Haha, hab ich dich. Warum will ich überhaupt noch mehr fangen? Erklärt mir das, warum ich noch mehr fangen will. Haha, hab ich dich. Ich glaube, jetzt habe ich 6 Stück. Ich meine, kann ich noch was anderes machen, außer Fischsuppe mit deiner... Fisch, Fisch. Fischi, Fischi, Fischi. Das ist Salzwasser, frischer Fisch. Mein Fisch, mein Fisch ist frisch. Ist er nicht, er stinkt. Dahin. Tränke brauen, das soll gebraut werden. Weiter, weiter, Fisch zurück. Tränke brauen, was soll gebraut werden? Weiter. Noch, ich habe nicht genug Zutaten. Ach. Diskriminierung. Fischsuppe. 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 Suppe. Hä? Wie mein? Ich glaube, er hat die Fischsuppe geschnuppert. Hab, hab, Fischi, Fischi. Das muss international Zeichen für. Oh ja, gerne. Bitte, lass sie schmecken. Gibt's eine Fischsuppe? Das ist aber putzig. Okay, wir stellen fest. Wir können nichts davon. Und das ist definitiv aus Terranigma gerippt. Also die, nimmst diesen prächtigen blutroten Diamanten. Hm. Was für ein dummer
Vogel. Sonst kann ich hier nichts mitnehmen. Warum auch? Das sind ja nur riesige Goldschätze. Das wäre total dämlich, das mitzunehmen. Richtig dümmlich. Ihr habt die Rubinen? Hehe, ihr seid wirklich eindrucksvolle Savis. Warte! Tausend Dank, zu Lohn vor eure Mühen, weil ich euch nun das Geheimnis unserer Bosssprache ein, Sahibs. Das ist Bosssprache der Nautilus. Na gut, es hat etwas länger gedauert, als dieser Text von Moodle ist, vor allem weil der Leutnant seine Probleme mit der Grammatik hatte. Nein, Sahib, nein, nein, ich hoffe noch, es heißt. Aber schließlich ist selbst dem kollkühnen Herrn von Magwitz geglückt, die Sprache zu okkupieren. Da wünsche ich noch viel Vergnügen mit eurem Wissen, edel Sahibs. Ja, ja. So, jetzt können wir mit den Leuten hier endlich mal reden. Wer ist mit einem kleinen Kartenspiel? Einsatz liegt gerade bei 10 Karten. Har, har, har. Ich meine, bitte Platz zu nehmen. Höhere Augenzahl gewinnt. Ich habe insgesamt 20 Augen. Zähl hier insgesamt 10. Der bescheißt uns doch. Spür ich doch direkt, dass der uns bescheißt. Ha, 21. Ja, komm. Ich muss einmal gewinnen, habe ich beschlossen. Ja. Könnte einen Moment dauern. Boah, 30. Angeberei hier. Was ist das Maximum? Haha, gut. Damit habe ich einmal gewonnen, können wir weitergehen. Oh, jetzt kommt er schon wieder. Ja, von ihrem Taten vernommen, Monsieur. Ich bin gekommen, sie etwas Besseres zu lehren. Pass jetzt! Dachte, er ist Leon entdeckt! Er geht nichts auf mein Boot. Ich betrachte sich als überführt. Ich habe Fisch gekocht und das, obgleich ich ihn einen Eingang zu essen angekündigt habe. Ein Güter, ich dachte schon, nehme mit einer natürlichen Freude an, der Kapitän. Und das verspreche ich Ihnen, diesmal werden Sie sich eines gehörigen Staunens nicht erwehren können. Ich und die Wunder der See erwarten Sie meine Kette. Warum steht ich jetzt so kaum? Ich hab keine Ahnung. Jetzt ein Herr und Befehl und saß wegen der Goldkammer entdeckt worden. Lange fing er schlafen schlecht, denn das Gewissen weiß ihm's recht. So, so ein dummer Unsinn. Njam, njam, njam. Dafür lernt man nur die Bordsprache. Ich finde meine Ohrringe nicht mehr. Seit Tagen fühle ich mich schon ganz nackt und unglücklich. Sie ist ein überreich gedeckter Tisch, voll übriges Leben, sagte unser Captain. Das Meer liefert uns alles, was immer wir auch benötigen sollten, spricht der Captain. Man kriegt dann jeden Tag Fisch. Ja, Ohrringe. Waren die nicht irgendwo in diesen Kisten verstaut? Nein. Wir fahren mal nach unten. Komm schon. Arrrrk! Bei sieben Meeren! Wo ist dieser kleine hässliche Leck? Das ist meine Hauptmaschine! Ist näher gekratzt! Ein Leck? Lateral bekommt immer gleich dieses panische Augenflattern, sobald das L-Wort fällt! Ja, Sorge, das Leck! Ein Leck! Das L ist für sich genommen viel zu klein und gefährlich zu sein! Ist lästig, sehr lästig! Nachts, wenn das Bordlied abklingt, kann ich hören, wie das L, wie ich spottet, ja spottet, dann tröst euch das ganze Schiff, ja, es dröhnt. Plopp, plopp, plopp. Ja, mein nervöser Hirnsaus, geplagter Mann, wir werden ihn fällt, was Leck zu finden. Ein Leck. Das ist ein schwer metallener Schraubenschlüssel. Das wäre eine Plackerei, und das Heizer läuft ja gerade nicht. Sagen Sie nicht, Sie heizen den Kameraden ein, richtig? Ha, sind offen mit Arbeit der Heizer vertraut, Männer! Ja, schön. Ja. Allen Eigenteppich des Karussee, ich muss den Leck finden! Es gibt hier übrigens einen Leck, falls es jemand noch nicht bekommen hat. Hä, wie lecken das? Wo nehme ich das jetzt her? Ich baue mir einfach ein neues, fertig aus. Ich war ja da oben noch gar nicht. Konnte ich das nur vergessen? Captain hat mir ein neues Leben geschenkt. Für ihn,
für die ich mit vollem Einsatz und ewiger Dankbarkeit. Es gäbe jetzt ein kleines Pfeifchen. Hamster, lassen Sie mir noch Verbot an Bord. Auf Bord, genau los. Ich sehe hinten extra auf. Mit dem eingebauten Film können hier noch ganz andere Gase. Pardon, den Punkt füge ich hier nicht weiter aus. Vielen Dank, und rauchen Sie noch nicht? Ich habe einen Tag bei meiner Stickies liegen lassen und jetzt beginnt er allmählich mir sehr zu fehlen. Tabak holen natürlich. Eidertaus, das war nett von Ihnen, Offizier. Ich sehe mit Tabak hin, Kerl! Wo ist die Stickies mit dem Tabak? Ich stehe mein Bett in der großen Schlafkühe. Koje, hab mir einen Kistenschlüssel. Ja, gib Wildfremden deinen Schlüssel, Idiot. Sagen Sie doch einmal, wer im Bord der hat wichtig, dass man ihm die Motorenkontrolle unterstellt hat. Ihn? Richtig. Tja, Angeber. Ich habe schon viel größere Motoren kontrolliert und kaputt gemacht. Ich finde zwei Formen, einen Knallfrosch. Ha. Da passt der Schlüssel natürlich nicht. Wie schade. Ist der wieder da? Ja. Halt! Die Kolkawe darf nur auf Ausdrücken wie viel des Captains geöffnet werden. Schade. Kann mir gar nichts rausnehmen. Da ist ein Pfeifenkraut! Danke, Offizier. Wissen Sie was? Einmal beim Pfeifenkraut schenke ich Ihnen das Lob für die Mühen. Wer bedankt? Ein Pfeifenkraut behalten und erhältst dadurch obendrein noch 50 Erfahrungspunkte. So, jetzt müssen wir noch dieses Leck irgendwo finden. Ja, ich rede gleich nochmal mit ihm. Werde ich auf volle Kraft vorausbefohlen! Finger weg! Vielleicht sehen wir jetzt was Neues. Ja, doch, also. Muss schon sagen, ne? Also. Puh. Beeindruckend. Diese enormen Details, die man da draußen sieht. Wenn ihr Leck finden wollt, benötigt ihr etwas Schweres, um die Wände abzuklopfen. Metall macht sie immer gut. Habe ich etwas von einem Leck gehört? Ich habe auch einen Schraubenschlüssel, oder? Hatte ich nicht einen Schraubenschlüssel? Raten. Ne, ein paar Bleis holen. Ich hatte doch diesen Schraubenschlüssel. Oder nicht? Moment. Hätte ich den doch mitgenommen, oder? Und ich habe mein Bild flackern. Aber ich hoffe einfach mal, dass man das nicht sieht. Kriege ich denn jetzt einfach was Schweres Bleiernes her? Das ist zum. Taucher. Ja, wird ein paar schwere Taucheranzüge verwahrt. So was kennen wir inzwischen auch. Ach, wer die Wunder von Mars, wie es gesehen hat, ist noch schwer zu beeindrucken. Sind die leer? Lieber Schatz, was war diesen auf der Geselle? Tier, mit eingebaut. Hä? Schön, dass es sich nicht mal drehen muss. Hier geht's nicht. Hier unten geht's auch nicht. Aber oben geht's, dass man in eine völlig andere Richtung schaut, als man im Prinzip ist. Schaut, wie auch immer. Ich hatte doch was Metallenes. Ein Hoch mal ein Spiel. Leider klemmt der Hahn. Ja, bla bla bla. Ja. Doch auf jeden Fall noch ein Stück Metall, wie es aussieht. Ach ja, richtig, da war ja auch noch einer. Den Ausschau auf dem Fahnen der See. Fahnen der See. Auf jeden Fall, dass wir auf dieser Fahrt nichts zu Gesicht bekommen werden. Ja, vielleicht kann ich ja was Schweres Metallisches angeln. Nein, ich kann nur Fisch angeln. Kann ich mit dem Fisch die Wände abklopfen?
Geht doch genauso gut. Oh. Schwer! Link für das Objekt! Du nimmst Ohrringe an dich. Okay, wo war der Typ mit den Ohrringen? Da. Da war der. Alle, seine albernen Ohrringe gefunden! Aufgetrieben! Toll, jetzt sieht mir wild und gefährlich aus. Was für ein Fernprüfe. Seht ihr, wie diese Ohrringe meinen Kopf diesen gewissen exotischen Glitzer verleihen? Nein. Moment. Ich habe die Teekanne noch angesprochen. Aber fast! Super, guck mir an! Zusätzlich sind offenbar noch nicht ganz durchgegart. Runde vertiefte Porzellanscheiben türmen sich auf den systematischen Anhäufung ihrer selbst. Oder auf Deutsch, es ist ein Tellerstapel. Es verliert sehr viel, wenn man es so übersetzt. Könnte ich es auch aufmachen? Wandschön vor, auch noch regulierbar, fabelhaft. Oh, auch voll Kraft voraus. Okay. Eigendank, Seeteufel! Ich will die Hände vom Rudel antrete! Antrete! Arrrr! Oh Gott, hoffentlich nicht. Wo geht jetzt ein schweres Metallstück her? Das verwirrt mich. Oh, Monster kriegt bald ein neues Level, Kreatur. Ja, wo wir das Metallstück genau herbekommen, was wir damit machen, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, wir sind ja inzwischen wieder auf der Erde und da hat der Spaß schon ohne uns begonnen. Verdammt, wir waren zu langsam. Ich wollte auf der ersten Seite was in die Luft sprengt. Ach, ich hätte schneller spielen müssen. Ärgerlich. Ja, was soll's. Ich hab ein Scheitholz. Das war's für diese Woche mit die Reise ins All. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Nächste Woche. Ich sag auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.